von Deutsch, Mittelstufe 4, Lektion 77, Präteritum der Modalverben. Heute schauen wir uns noch ganz kurz den Lesetext an, aber wir machen nur die Fragen. Frage 1. Durften Kinder früher ohne Eltern draußen spielen? Also, jenal, Papa, Oma, Pumim, Opsi, Agaduri, Pakeso, Noradotessoyo, dürfen, etode, Quago, durften. Ah, ja, die Kinder mussten aber alle paar Stunden ihre Eltern anrufen. Alle paar Stunden bedeutet, Mjotzigan sik, Papa, Oma, Tonwa, Herheso. Nein, Kinder durften nur unter Aufsicht, also unter Aufsicht bedeutet, Nugunga, Yoshimi, Kamdokere, Animion, Dolbaere. Aber Omaga, Katzi, Isosumion, Pakeso, Norado, Dessoyo. C, ja, Eltern wussten meistens nicht, wo ihre Kinder waren oder was sie machten. Edo, Dessoyo. Manun, Gyungu, Devohune, Gyungu, Umunimi, wussten nicht, Molassoyo. Mol, Kindernun, Odi, Nunsi. Oder was sie machten, Molhagununsi, Aber Omanun, Molassoyo. Also, die richtige Antwort ist natürlich unterwegs, ohne Aufsicht. Eltern mussten das nicht wissen. Oder? Ja, früher durften Kinder spielen und die Eltern wussten meistens nicht, was die Kinder machten. Das hat die Eltern auch nicht interessiert. Frage 2. Was bedeutet der Ausdruck? Einen Kopf gemacht, also sich einen Kopf machen. Als wir selbst klein waren, hat sich niemand über solche Dinge einen Kopf gemacht. Das bedeutet dann über etwas nachdenken, also Munga Yoshimi Koryohada, Sengakada. Sich Sorgen machen, Kokchong hada, sich ärgern, Hagananda. Also mach dir keinen Kopf drum, Kokchong hazimara. Das ist dann natürlich B, sich Sorgen machen. Mach dir keinen Kopf, Kokchong ma. Frage 3. Warum werden heute Spielzeugwaffen, Tangnangam, Mugi, nicht mehr erlaubt? Also nicht mehr erlaubt werden ist natürlich verboten sein. Kumsi sie denn da? Also Horak, Dezianta, Iunun Moya? Weil Eltern glauben, dass die Kinder durch Spielzeugwaffen später gewalttätig und kriminell werden. Gewalttätig sein. Ich jung jung san nun pong jung chok. Irulturo tarun saram deriguna tachige mandunungo. I song gyok. Das ist gewalttätig sein. Tangnangam mugi demune tonghayo. Agaduri itaga pong jung chokin saram. Animion kriminell omche chokin saram. Also kyoguk omin kaheja. Denda, dendago, umunimi, sengakanda. Demone, Spielzeugwaffen nun Anwender. B, weil die Verletzungsgefahr zu hoch ist, die Verletzungsgefahr, also sich verletzen, dazinda, Gefahr, wihom. Und iron, wihom, songi, nomu, no, payo. Kutemone, Anwender. C, weil Spielzeugwaffen zu teuer sind, also iron, Spielzeugwaffen nun nomu, pisaso, Anwender. Heute werden schon Holzschwerter von den Eltern aus dem Kinderzimmer verbannt, damit das Kind später kein Gewalttäter wird. Also, Ibubunman, Ihamion, Tsongdabi, Aimnida, weil Eltern glauben, dass die Kinder durch Spielzeugwaffen später gewalttätig und kriminell werden. Das war schon wieder für heute. Zum Glück waren die Fragen nicht so schwierig. Trotzdem glaube ich, dass ihr ein paar neue wichtige Wörter lernen konntet. Zum Beispiel der Täter, Kaheta. Gewalttätig sein. Hongyuk chokin songyuk. Iron tano apuro mani mani boisugetto. Also, viel Spaß noch beim Lernen und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.